Da läuft die Kamera schon. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's wieder, euer Robitos Blog, und du bist wieder mit dabei, dass ich dir ein paar Tipps geben kann, wie du den Einstieg schaffst. Ja, du siehst durch meinen Kanal, ich habe schon einige E-Zigaretten hier. Bin jetzt kein Vollprofi, gebe ich davor weg. Ich bin noch eine Laie in Selbstwickeln, aber damit habe ich mich jetzt inzwischen auch beschäftigt und schaffe es inzwischen auch. Hab jetzt auch den Selbstwickler hier, hab noch einen anderen irgendwo im Karton umfliegen. Ja, ich fange jetzt mal an, dir den ersten Tipp zu geben. Wenn du auch mal dampfen möchtest, aber noch nicht weißt, wie, geh in einen Dampferladen deiner Wahl. Ob es jetzt, bei mir ist es der Dampfkönig, ob es jetzt der Dampfstore 24, Dampfbär 23 oder der Dampferhund 3 ist ja egal. Solange die Beratung stimmt, machst du nichts falsch. Du kannst im Internet dir natürlich auch E-Zigaretten bestellen, da hast du aber keine faire Beratung. Es gibt Shops, die das Gerät über YouTube vorstellen, wie zum Beispiel Ricardo, der E-Zigarettenhändler übers Internet. Der stellt die einzelnen Geräte auch vor, gibt dir Tipps, was du machen kannst. Ist aber nicht immer der richtige Weg, denn du hast nicht den gleichen Geschmack wie die anderen. Du kannst jetzt das Liquid bestellen. Ich habe jetzt keins hier. Was habe ich hier? Pfirsich-Maracuja von Erste Sahne oder das selbstgemischte Orange Impact. Dir selber mischen. Nur du weißt ja trotzdem nicht, wie es schmeckt, wenn du es dir über Dampfstore im Internet bestellst. Wenn du aber im Dampfladen gehst, kriegst du die faire und kompetente Beratung, dass du dort deinen Geschmack nach deinen Wünschen ausrichten kannst. Sprich, du sagst, ich mag kein Minze, empfehle mir was, was nicht mit Minze ist. Dann empfiehlt er dir Pfirsich-Maracuja. In den meisten Stores gibt es eine Dampfbar, dass du einmal probieren kannst, das Liquid. Sprich, du ziehst einmal dran und sagst, ja, es schmeckt oder nein, es ist gar nichts für mich. In manchen Dampfstores bieten sie dir sofort an, das Gerät auch sofort einsatzbereit zu machen. Sprich, du kriegst dann bereits einen aufgeladenen Akku, wenn es ein Akkuträger ist, oder die sagen dir, du musst das Gerät aufladen, aber für zu Hause, bis nach Hause reicht es noch. Dann schrauben sie dir den Verdampfer drauf, erklären dir, wie du den Verdampfer richtig in Betrieb nimmst und wie du den Akku einsetzt, wie du das Gerät einstellst und. Das alles kannst du über den Internetstore nicht machen. Natürlich, wenn du ein bisschen Ahnung hast, kannst du weiterhin im Internetstore bestellen, aber ich würde erstmal sagen, du wählst den Gang in einem Store. Guck einfach mal bei Google oder Yahoo in den Suchmaschinen. Irgendwo in deiner Nähe wird sich bestimmt ein Dampfstore geben oder in unmittelbarer Nähe, wo du dann in die nächste, etwas größere Stadt fahren müsstest. Tipp 2. Geh nicht davon aus, dass dein Liquid direkt nach Tabak eine Tabakzigarette ersetzt. Ich habe 4 Tabakaromen durchprobiert und ich finde alle scheußlich, sage ich ganz ehrlich. Ich habe keins gefunden, was relativ gleich schmeckt oder relativ gut schmeckt. Ich habe Liquids gefunden mit Tabak, die du mit Menthol mischt, also Mentholtabak, die sind okay. Aber ich bevorzuge echt die Liquids mit Fruchtaromen, weil die einfach wesentlich geschmacksfruchtiger sind. Ja, es gibt aber auch Liquids, die dir zum Beispiel gar nicht schmecken. Such dir das Liquid aus, was du am Morgen nimmst, was du den Tag über nimmst, und wechsel dir das Liquid dann am Tag einmal aus, dass du morgens vielleicht noch eins hast, was du auch tagsüber hast, oder dann noch ein bei der nächsten Auffüllung nachfüllen, wechselt. Ich habe 2 E-Zigaretten, wo 2 Liquids drin sind. Die eine habe ich für zu Hause, da ist jetzt Orange Impact drin und unterwegs im Moment Pfirsich-Maracuja. Wird aber bald auch wieder gewechselt, dass ich mal immer wieder etwas Neues probiere. Tipp Nummer 3. Wenn du einen Akkuträger hast, sprich Akkuträger, dort kommen Akkus rein, wie bei der Ewig IO. Die Akkus kannst du dann rausnehmen. In der Ego 2 sind die Akkus fest verbaut und du kannst sie nicht wechseln. Wenn du sie wechseln kannst, vermeide das Laden über den direkten USB-Port. Es schädigt den Akku zwar nicht, aber die sind nicht dafür gemacht, um die Geräte direkt darüber zu laden, sondern eher an
einer externen Akkuladestation für 18650er Akkus oder welche Akkus da auch immer reinkommen. Tipp Nummer 4, wenn du noch keine Ahnung hast von Akkuträgern, sprich mit den ganzen Funktionen, wähle nur den Power-Modus und fang relativ unten an. Geh noch nicht im TC-Modus, geh noch nicht im Bypass-Modus, würde ich auch noch abraten. Spiel nicht zu sehr an den Geräten rum, wenn du nicht weißt, was du machst. Versuch erstmal im Power-Modus relativ weit unten anzufangen. Und nutzen den Verdampfer nicht sofort aus. Sprich, ich habe hier einen 70 Watt Dampfverdampfer drin. Ich dampfe das Gerät immer noch nur auf 40 Watt. Ich bin nicht höher gegangen, weil mir der Dampf einfach hieraus reicht. Ich brauche keine 200 Watt. Beim Selbstwickler bin ich auf 89,7 Watt. Ich hasse so ungerade Zahlen. Ich bin auf 89,7 Watt. Ich weiß nicht warum. 89,7 Watt. Bleib ruhig unten. Mach noch keinen Selbstwickel. Nimm dir den Verdampfer, der dabei ist. Das reicht erstmal. Wenn du keinen Verdampfer hast, wähle einen Verdampfer, der benutzerfreundlich ist. Beim iStick Pico ist ein super Einsteigergerät. Du hast ein super kleines, handliches Gerät mit einem wechselbaren Akku und einem schönen Verdampfer. Der Melo 3 Mini ist dabei. Der ist nicht zu groß, nicht zu klein. Es ist so ein kleines Gerät. Ich kann das Gerät nur empfehlen. Ich habe es auch in meinen Videos drin. Für Einsteiger das perfekte Gerät. Ja, was gibt es noch zu empfehlen? Ja, Tipp Nummer 6, glaube ich. Es ist keine Sünde, wenn du jetzt sagst, ich schaffe den kompletten Umstieg nicht. Wenn du sagst, ich brauche noch ab und zu eine normale Zigarette, dann gönn sie dir. Ich habe die Erfahrung gemacht, seit ich den iStick Pico hatte, davor habe ich noch öfter geraucht, aber seit ich den iStick Pico habe, schmecken mir die normalen Zigaretten nicht mehr. Natürlich, wenn ich auf einer Geburtstagsfeier bin, wo Leute rauchen, wenn ich mal feiern bin, wo Leute rauchen, rauche ich meine aktive mit. Aber das hat sich bei mir richtig reduziert. Ich bin bei einer Schachtel in 2 oder 3 Wochen. Wenn überhaupt. Das ist eine Zigarette am Tag. Bei 20 Schachteln bin ich bei 3, 4 Wochen schon. Dann wäre sie leer. Ich kaufe aber schon keine mehr, weil sich das bei mir einfach nicht mehr lohnt. Ja, Tipp Nummer 7. Ja, weiß ich eigentlich gar nicht. Das waren eigentlich die Tipps, die ich geben wollte. Such dir halt ein Einsteigergerät, ob es jetzt die Ego IO Box ist oder die Ego IO oder vielleicht sogar ein doch teureres Gerät. Lass dich im Dampfshop beraten, das habe ich auch getan. Die Empfehlung ist gut. Ich gehe da immer noch hin. Ich bestelle kaum noch Ware über das Internet an Liquids und darum, weil ich die Beratung da einfach besser finde und auch mal ein paar Euro drauflegen möchte. Ja, zum Schluss noch, wie auch in den letzten Videos gesagt, ich handle in diesen Videos in meiner eigenen Meinung. Es ist kein Store auf mich zugegangen und hat gesagt, Robito, mach mal ein Review von meinen Geräten, mach mal dies, mach mal das. Nein, es ist alles von mir bezahlt. Ich finanziere die Geräte durch meine Werbeeinnahmen, ich finanziere die Geräte durch den Verkauf meiner Geräte, dadurch neue zu bekommen. Dadurch wird mein Kanal weiterlaufen und auch immer up to date sein. Ja, das war das letzte Video wahrscheinlich für diese Woche. Ob noch eins kommt, weiß ich noch nicht. Im Moment ist keins geplant. Am Montag kommt der Langzeittest der E-Grip 2 und am Mittwoch noch ein kleiner Vlog über das Thema Dampfen. Was ist Neues? Möchte ich aber noch nicht verraten, um was kommt. In meinem nächsten Unboxing-Video wird es entweder jetzt den Montag um den iStick Pico Mega, heißt der, iStick Pico Mega gehen oder um ein anderes Dampfgerät. Das entscheide ich mich noch kurzfristig, gegebenenfalls auch um den RDTA Plus Selbstwickler. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War ein bisschen kürzer als gedacht. Die Tipps sind aber da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Oder einen Daumen runter, wenn nicht. Über ein Abo würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Robito. Ciao.